Geheimnisvolle Zeugen des Mittelalters. Burgen. Bauwerke einer dramatischen Zeit. Sie entführen uns in ein Reich der Märchen und Legenden. Viele ihrer Rätsel sind bis heute nicht gelöst. Wie lebten die Menschen tatsächlich auf Burgen? Was bleibt wahr? Was ist Mythos? Im Spätmittelalter wird aufgerüstet. Neue Waffen entwickelt. Das Kriegshandwerk professionalisiert. Konflikte werden nicht nur um Burgen ausgetragen, sondern auch in Burgen. In den steinernen Bollwerken kann es sehr eng werden. Da hilft nur, noch größere Burgen bauen. Im 12. Jahrhundert werden so viele Burgen gebaut wie noch nie zuvor. Die Jahrhunderte danach bringen vor allem immer wehrhaftere Anlagen hervor. Johann von Luxemburg stammt aus einer bedeutenden Adelsfamilie. Er liebt die kriegerische Auseinandersetzung. Seit seinem 14. Lebensjahr belagert er Burgen. Lass mal sehen. Im Mittelalter gehört das zu den größten militärischen Herausforderungen. Für die Verteidigung einer Burg reichen ein Dutzend Kämpfer. Für die Eroberung sind mehrere hundert nötig. Und selbst so manche klare Übermacht scheitert. Wie in einem Videospiel müssen Angreifer verschiedene Level überstehen. Schon bei der Annäherung können die Verteidiger von den hohen Bergfrieden aus die Gefahr erkennen und Alarm schlagen. Die Burgbesatzung hat damit genug Zeit, sich auf den Angriff vorzubereiten. Seit dem 13. Jahrhundert schützen separate Schildmauern viele Burgen vor Geschossen von Wurfmaschinen. Im 14. Jahrhundert kommt der sogenannte Zwinger dazu. Ein zusätzlicher Verteidigungsstreifen gegen Fußtruppen. Johann von Luxemburg entscheidet sich für eine List. Er lässt unter den Burgmauern einen Tunnel graben, um Kämpfer in die Burg zu schleusen. Unterminierung. Eine aufwendige, aber aussichtsreiche Methode. Bei topografisch günstig gelegenen Burgen kann Belagerungsgerät oft nicht eingesetzt werden. Erfolgversprechend sind dann nur noch umfangreiche Erdarbeiten. Etwa der Bau von schützenden Gräben, um in die Nähe der Burg zu gelangen. Hier können die Angreifer ein Loch in den Mauerfuß schlagen und so ins Innere der Burg gelangen. Sicherer ist ein Tunnel. Unter der Mauer angekommen, wird der mit brennbarem Material verfüllt. Feuer zerstört die Stützbalken des Tunnels, die Mauer darüber stürzt ein. Schneller ist der Angriff mit Sturmleitern oder auch mit menschlichen Pyramiden. Weitaus hinterhältiger, aber nicht seltener, die Bestechung eines Verteidigers oder das Einschleusen eines Verräters. Heerführer des Mittelalters versuchen in der Regel, die Erstürmung von Burgen zu umgehen. Nur wenn keine andere Möglichkeit besteht,
kommen verschiedene Belagerungsgeräte zum Einsatz, etwa der sogenannte Widder gegen das Burgtor. Oder der Wandelturm gegen die Mauer, bis zu 40 Meter hoch mit eingebauter Fallbrücke. Die Verteidiger bleiben stets im Vorteil. Angreifer auf Sturmleitern werden mit Pfeilen beschossen. Burgen sind lange Zeit hocheffektive Instrumente der Verteidigung. Kein Wunder, dass im Mittelalter ein dichtes Netz von Burgen das Heilige Römische Reich überzieht. Im 12. und 13. Jahrhundert erreicht der Burgenbau seinen Höhepunkt. Fast jede Adelsfamilie hat eine eigene Burg. Manche unterhalten gleich mehrere. Für Adelige mit überschaubaren Einkünften allerdings bedeutet der Bau einer Burg eine finanzielle Kraftanstrengung über Generationen. Denn so eine Burg wird im Grunde niemals wirklich fertig. Eine der bekanntesten deutschen Burgen wird von einer kleinen Adelsfamilie errichtet. Burg Elz an der Mosel. Erstmals erwähnt in einer Urkunde von 1157. Ihr heutiges Aussehen erlangt sie erst nach Jahrhunderten. Fast ständig wird gebaut auf Burg Elz. Anfangs besteht die Burg nur aus diesem einzelnen Turm. Leg den Ball weg. Hier leben die Brüder Elias, Wilhelm und Theoderich mit ihren Familien auf gerade mal 65 Quadratmetern. Ihr Vater ist 1268 gestorben und hinterlässt seinen drei Söhnen diese eine Burg. Eine solche Burgen-WG heißt in der Forschung Gann-Erbschaft. Komm her. Die räumliche Enge macht das Zusammenleben schwierig. Dennoch hält die Familie über Jahrhunderte zusammen. Auch nach 33 Generationen ist Burg Elz heute noch in Familienbesitz. Der aktuelle Burgherr heißt Karl Graf zu Elz. Die Gannerbschaft auf der Burg Elz ist wohl dadurch entstanden, dass es zu viele erbberechtigte männliche Nachkommen gab. Und das war eine Methode, wie man mit dem wenigen, was man hatte, das war in dem Fall eine Burg und ein sehr überschaubarer Besitz, die wichtigsten Erbberechtigten befriedigen konnte. Die Brüder Elias, Wilhelm und Theoderich gründen drei Familienzweige. Die Elzer vom Goldenen Löwen, vom Silbernen Löwen und die mit den Büffelhörnern. Sie bewohnen und verwalten die Burg gemeinsam. Um das Jahr 1300 engagiert Theoderich, der jüngste der Elzer Brüder, einen Bauleiter. Er will für sich und seine Familie ein eigenes Heim. Der Baubeginn ist schwierig. Was soll ich machen? Nur Spezialisten können Burgen bauen. Und schon im Mittelalter herrscht Fachkräftemangel. Steinmetze, Zimmerleute, Maurer und Schmiede lassen sich ihr Know-how teuer bezahlen. Wann geht es endlich vorwärts? Ich warte jetzt schon zu lange. Und noch nichts ist passiert. Genug, ich will sofort eine Lösung. Burgherren haben zwar Zugriff auf leibeigene Bauern, die aber können nur einfache Arbeiten verrichten und Material heranschaffen. Man fand dann in der Mitte eines Tals einen Felssporn, auf dem man diese Burg errichtete, und fand eigentlich alles, was man brauchte für diese Burg. Es war die Grauwacke, es war das Holz selbstverständlich da, Schiefer war ganz in der Nähe, Kalk gab es auch.
Leben selbstverständlich. Sprich, man war fast autark in dem, was man hier tat. Forscher im französischen Guidelon bauen seit Jahren eine Burg nur mit den Methoden und Werkzeugen des Mittelalters auf. Schriftliche Quellen gibt es kaum. Die Wissenschaftler in Guidelon müssen viel ausprobieren. Auf der weltweit einzigartigen Experimentalbaustelle arbeiten über 50 Frauen und Männer mit bis zu 200 Hilfskräften. Auch schon im Mittelalter arbeiteten Hunderte am Bau von Burgen mit verblüffend effizienter Technik. Der Tretradkran etwa führt im 13. Jahrhundert zu einer Revolution des Bauwesens. Burgenforscher Joachim Zäune testet, wie die Technik funktioniert und wie anstrengend ihr Betrieb ist. Mit dem Tretradkran braucht man für den Transport eines mehrere hundert Kilo schweren Steinblocks nur noch zwei Menschen, die das Rad bewegen, und einen Kranführer. Ohne Kran wären ein Dutzend Arbeiter nötig. Der Kranmeister dirigiert die Läufer von außen, lenkt die Ladung und schwenkt den Kranarm seitlich zur gewünschten Stelle. Für jede weitere Etage muss der Kran allerdings neu montiert werden. Was so leicht aussieht, erfordert viel Übung. Die beiden Radläufer müssen ein eingespieltes Team sein und sie brauchen viel Kraft und Ausdauer. Es ist schon anstrengend. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass ich für jeden Höhenmeter, den ich den Stein hochgehievt habe, 10 Bergmeter steil gestiegen bin. Das heißt, bei 8 Höhenmetern waren das 80 Meter. Und rückwärts ist es auch anstrengend, wenn man wieder den ganzen Kasten runter bewegt. Das heißt, also, es waren 100 Meter steil bergan. Das spüre ich schon und ich kann mir vorstellen, bei 30 Meter musst du Teams haben, die sich dann wahrscheinlich immer Abwechslungspause machen. Aber es ist natürlich eine enorme Erleichterung, wenn man mit der Hand solche Steine raufschleppt. Das ist natürlich der Wahnsinn. 15.000 Burgenneubauten in einem Jahrhundert. Das logistische Megaprojekt des Mittelalters. Auf der Elzer Baustelle sind die Arbeiten inzwischen in Gang gekommen. Wir bauen das Haus direkt an den Turm an. Vergiss es. Das ist nicht deine Entscheidung. Der Neubau bietet Zündstoff für die Elzer Brüder WG. Besonders, weil das Familienvermögen durch die Bauarbeiten deutlich schrumpft. Man kann nur ahnen, dass ein Steinbau mit einer bestimmten Größe, mit einem bestimmten Aufwand, das Vielfache eines entsprechenden Holzbaus, den der Bürger oder den der Bauer auf dem Lande sich leisten konnte. Vergleiche mit heute hinken, wo so ein Vergleich nur hinken kann. Seinerzeit war das Material ausgesprochen teuer. Die Arbeitskraft war billig. Heute ist die Arbeitskraft teuer. Das Material ist im Prinzip billig. Ein zahlungskräftiger Bauherr kann sich leicht 100 Arbeitskräfte leisten. Nein, das machst du nicht. Das werden wir ja noch sehen. Auf den Baustellen herrscht Lebensgefahr. Gerüst- oder Mauereinstürze fordern regelmäßig Opfer. Versicherungen gibt es nicht. Zu einer Entschädigung ist der Bauherr nicht verpflichtet. Unglücke halten den Baufortschritt kaum auf. Theoderich will seinen Teil der Burg so schnell wie möglich vollenden. Denn auch seine Brüder schmieden schon neue Baupläne. Der Wettbewerb um das schönste und größte Haus führt auf Burg Elz zu einer hochgradig verschachtelten Architektur. Jede der drei Elzer Familien baut das eigene Refugium auf der Burg über viele Generationen weiter aus.
Der limitierte Platz zwingt zu kreativen Lösungen. Neuen Wohnraum gibt es nur, wenn man in die Höhe baut. Kuriose Lösungen sind an der Tagesordnung. Einer der Familienzweige möchte eine eigene Kapelle haben. Platz ist nur noch im Schlafzimmer. Aber über einer Kapelle dürfen keine anderen Räume sein. So wird die Kapelle einfach als Erker angebaut. Viele Burgen, die heute so romantisch wirken, sind eigentlich Notlösungen des Mittelalters. Auf Burg Rothenberg in Bayern leben ab 1478 ganze 44 Parteien in einer Art Burgen-WG zusammen. Einige Zeit später sind es sogar 133. Die Salzburg in Unterfranken ist eine der größten sogenannten Ganerbenburgen Mitteleuropas. Zwischen ihren verfeindeten Bewohnern gibt es blutigen Streit. Bei Burg Nahnstein am Rande des Pfälzerwaldes leidet die Wehrfähigkeit sichtbar durch die unkontrollierten Ausbauten der unterschiedlichen Eigentümer. Auch auf Burg Eltz geraten die Bewohner immer wieder aneinander. Zwei Generationen nach der ersten Elzer Brüder-WG eskaliert die Situation. Alle haben mittlerweile eigene Häuser auf der Burg. Aber wirklich aus dem Weg gehen kann man sich nicht auf der engen Anlage. Auf Burg Eltz herrscht ständig dicke Luft. In einem Haus wie Eltz, als Ganerbenburg, gab es natürlich permanent irgendwelche Auseinandersetzungen. Und um diese in geordnete Bahnen zu lenken, wurden Burgfriedensbriefe erstellt. Und in denen wurde im Grunde das gesamte Leben geregelt. Das war eine Art Verfassung, in denen sogar geklärt wurde, was passiert, wenn man jemanden totschlug. 1372 wird die Burg zum Tatort. Johann mit den Büffelhörnern erschlägt seinen Bruder Heinrich vom Goldenen Löwen. Warum? Ist nicht überliefert. Der Burgfriedensbrief von 1430 fordert deshalb, Zitat, sie sollen sich unter sich weder an Leib oder Gut schaden, sondern gegenseitig schützen und einander helfen, so oft es Not ist. Für die Abstimmung der Interessen gibt es einen eigenen Raum. Der Rittersaal war der Ort, an dem sich die Familienmitglieder zu Eltz, männlichen, trafen, um Konflikte zu lösen. Dort hatte man eine Art von, heute würde man das sagen, Eigentümerversammlungsjurfix organisiert, bei dem man sich traf, bei dem Probleme gelöst werden mussten. Der Rittersaal zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Das eine sind die Narrenköpfe, die die freie Rede ja schon fast vorschreiben. Das heißt, jeder ist nicht nur erlaubt, sondern auch aufgefordert, das zu sagen, was ihm am Herzen liegt. Und die anderen dürfen dafür nicht gram sein. Und das zweite ist die Rose des Schweigens, die dann sagt, was hier diskret beschlossen wurde. Das geht nicht über die Türe des Rittersaals hinaus. Einigkeit ist dringend nötig, wenn Feinde anrücken. 1331 entbrennt die sogenannte Elzer Fehde. Seit Monaten belagern die Truppen des Trierer Erzbischofs Balduin Burg Eltz. Sein Ziel? Die Burgbesatzung aushungern und so zur Aufgabe zu zwingen. Hey, komm! Die Elzer Ritter sind dem Bischof ein Dorn im Auge. Ja. Die Elzer Fehde entstand primär dadurch, dass Kurfürst Balduin von Luxemburg sein Territorium zusammenschließen wollte, welches aus den zwei Polen, Koblenz und Trier bestand. Er wollte die Mosel zumindest in diesem Bereich ohne Unterbrechung beherrschen. Und da gab es viele kleine Herrschaften dazwischen, die ihn ärgerten und die er dann auch Stück für Stück rauskaufte, besiegte, unter seine Kontrolle brachte und so weiter. Die Elzer waren ein Ärgernis, weil sie nämlich auf beiden Seiten der Mosel lagen.
Und Balduin, ja, ich würde sagen, heute würde man sagen, setzt ihnen die Daumenschrauben an. Der Trierer Erzbischof ist in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts Kurfürst. Das heißt, er darf den König mitwählen. Damit zählt er zu den mächtigsten Mitspielern im Ringen um Ländereien und Einfluss. Gegen diesen starken Gegner brauchen die Elzer Unterstützung. Von ihren Nachbarn, auf deren Burgen der Erzbischof ebenfalls ein Auge geworfen hat. Die Ritter von Ehrenburg, Schöneck und Waldeck sind offiziell zwar Lehnsmänner des Erzbischofs, doch sie selbst sehen sich als freie Reichsritter. Mit der Belagerung von Burg Elz will Balduin auch ihre Autonomie beenden. Je länger die Belagerung andauert, desto schwieriger wird es, die Moral der Truppe aufrechtzuerhalten. Burg Elz macht keine Anstalten, zu kapitulieren. Es gelingt den Elzern immer wieder, Nachschub in die Burg zu schleusen. Hey, verfolgt ihn! Zwei Mann, sofort! Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Für die Belagerer oft so zermürbend, dass einige einfach abhauen. Verdammt. Um zum Erfolg zu kommen und für die Motivation der Truppe greift mancher zu ungewöhnlichen Mitteln. Balduin lässt eine eigene Burg bauen. Provisorisch, aber für seine Männer angenehmer als das Kampieren auf freiem Feld. Die Belagerungsburg des Erzbischofs bekommt den Namen Trutzels. Heute ist kaum noch etwas von der Gegenburg übrig. Auf annähernd quadratischer Grundfläche steht einst der Wohnturm, geschützt von einer Schildmauer. Ihre Position verrät, trotz der Nähe zur Burg Elz sind die Elzer nicht in der Lage, den Bau zu verhindern. Machtlos müssen sie der Errichtung zusehen. Dass die Burg nicht für die Ewigkeit gemacht war, zeigt schon das verwendete Baumaterial. Kleine Bruchsteine, die die Belagerer vermutlich in der Nähe fanden, mauerten sie provisorisch mit Lehmmörtel zusammen. Errichtet nur für die Dauer der Belagerung. Der Bau einer Trutzburg ist keine Seltenheit im Mittelalter. Burg Runkel an der Lahn dominiert bis heute das Bild des gleichnamigen Ortes. Ihr gegenüber wird 1288 die Burg Schadeck fertiggestellt. Ihr Name spiegelt ihren Zweck wider. Diese Ecke sollte der Burg Runkel Schaden bringen. Trutzburgen sind ein beliebtes Mittel, Gegnern zu zeigen, dass man es wirklich ernst meint. Das gilt auch für die Burgen Katz und Maus im Mittelrheintal. Beide werden kurz hintereinander in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erbaut. Als Gegenburgen sollen sie den Einfluss des Kontrahenten eindämmen und zeigen, hier endet deine Macht. Belagerungen von Burgen ziehen sich oft über Monate oder gar Jahre hin. Für die Verteidiger ist ein ausreichender Vorrat an Lebensmitteln entscheidend. Das dringendste Problem bei Höhenburgen ist die Wasserversorgung. Pro Burginsasse braucht man etwa 5 Liter am Tag. Die Wasserversorgung in der Burg, in der Höhenburg, in der niederdeutschen Tiefebene, wo man 5 Meter bis zum Grundwasserspiegel hat, sieht das natürlich anders aus, ist grundsätzlich die Zisterne. Wenn man nach Tiefbrunnen sucht, sind sie entweder königlich, Trifels, Ende 12., Anfang 13. Jahrhundert, Küffhäuser, K-
Karlstein. Das sind die drei großen Tiefbrunnen, die man aber so weit nach außen lagert, dass man möglichst nicht so ganz tief in den Erdboden rein muss. Auf Burg Trifels müssen Arbeiter den Brunnenschacht knapp 80 Meter durchs harte Gestein treiben. Das dauert Jahre. Bei vielen Burgen verlagern die Erbauer den Brunnen so weit wie möglich in Richtung Tal, um nicht so tief graben zu müssen. Der Höhenunterschied zur Hauptburg wird einfach aufgemauert. So entsteht der noch heute sichtbare Brunnenturm aus der Stauferzeit, der über eine Brücke von der Hauptburg aus zugänglich war. Im Frieden produziert eine Burg ihre Lebensmittel weitgehend selbst. Die Bauern der Umgebung sind verpflichtet, dem Burgherrn Korn und Vieh zu liefern. Getreide macht im Mittelalter ca. 70% der gesamten Nahrung aus, als Brot oder Getreidebrei. Kräuter- und Gemüsegärten liefern zusätzliche Nahrung und Medizin. Die Heilkunde des Mittelalters weist eine verblüffende Bandbreite auf. Sie reicht von hochwirksamen Rezepten bis hin zu Mixturen, die mehr schaden als helfen. Mit Hopfen wird Bier gebraut. Aus Weintrauben Wein gekeltert. Die Menschen im Mittelalter trinken mehr Wein und Bier als Wasser. Denn Wasser ist oft verunreinigt und überträgt Krankheiten. Das Menü bleibt saisonal und regional. Gemüse deckt den Vitaminbedarf und ist fester Bestandteil jeder Mahlzeit. Fleisch und Fisch kommen selten auf den Tisch, außer bei den hohen Herren. Schätzungsweise 80 Kilo Fleisch verspeist ein adeliger Herr jährlich. Ein Bauer, allenfalls ein Viertel. Das Verfallsdatum von Lebensmitteln ist eines der größten Probleme. Abhilfe bietet vor allem der Kamin. Im Abzug wird Fleisch aufgehängt und so beim täglichen Kochen geräuchert. Auch nach dem Räuchern bleiben Fleisch und Würste an der Decke und damit für Ratten unerreichbar. Zur Konservierung wird außerdem Salz verwandt, das in Nischen neben dem Herd lagert. So bleibt es trocken und verklumpt nicht. Für Eier und Milch gibt es auf Burgen einfache Kühlmöglichkeiten. Die dicken, kühlen Mauern halten verderbliche Vorräte frisch. Wichtig vor allem bei Belagerungen. Wenn eine Burg wirklich mal belagert wurde, dann ging es natürlich darum, dass man sich gut verproviantiert hat im Vorfeld. Dazu gehört, dass man Fleisch aufbewahrt hat, Fisch aufbewahrt hat, eingepökelt hat, dass man Getreide irgendwo eingelagert hat, Trockenfrüchte, Gemüse. Aber letztlich hing es immer davon ab, wie lange eine Belagerung dauerte, ob der Proviant reichte, ob das Wasser vor allen Dingen auch reichte. Und viele Plätze wurden eigentlich übergeben, weil dann irgendwann die Hungersnot so groß war, dass man diese Burgen nicht behalten konnte. Bei guter Vorbereitung können Burgen Belagerern sehr lange standhalten. Besonders ausdauernd Burg Rheinfels oberhalb von St. Goar und Burg Montségur in den Pyrenäen. Sie leisten knapp ein Jahr Widerstand. Burg Thurand an der Mosel und Château Gaillard in der Normandie halten sogar 2 Jahre aus. Für Belagerer und Belagerte gleichermaßen eine Qual. Wichtig ist bei Belagerungen auf teils überfüllten Burgen auch die Hygiene in Form von Toiletten. Eine Burg hat, wenn sie klein ist, 2, 3 davon. Ein Turm, wo
wo ein Wächter drauf sitzt. Natürlich braucht der Abtritt, der rennt nicht jedes Mal runter. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es überhaupt nicht geht, wo der Turm nur in den Innenhof reicht. Da kann man keinen Abtritterker oben machen. Da muss man dann einen Eimer nutzen. Aber sonst gibt es diese Bauten eigentlich überall. Und bei großen landesherrlichen Burgen, Reichsburgen, 20 Stück, 30 Stück. Toiletten sind oft als Erker an die Außenmauern angebaut. Eine Tür trennt sie von den großen Burgräumen. Doch fehlt die im Hochmittelalter noch, sodass der Herr des Hauses weiter am Gespräch teilnehmen kann, während er sein Geschäft verrichtet. Privatsphäre? Fehlanzeige. Auch die Wachen müssen mal austreten. Für sie gibt es eine Besonderheit. Also das ist jetzt der Sitz, ein großer Stein mit einem Loch, wo die Fäkalien dann im freien Fall nach unten abgestürzt sind. Und was wir hier sehen, ist ein Männerklo, denn das hat ganz deutlich eine kleine Nase. Das dient dazu, dass der Mann, wenn er sich hinsetzt, nicht seinen Penis quetscht. Also eine sehr, sehr nützliche Vorrichtung für Männer. Dann gibt es ganz oft noch kleine Nischen hier in der Seitenwand, wo dann Farn oder Moos aufbewahrt wurde zum Reinigen. Und ansonsten eine kleine Belüftungsöffnung. Es ist ein sehr schöner Abort hier. Auf Burg Eltz dauert die Belagerung nun schon fast 2 Jahre. Die Elzer haben sich mit den Verhältnissen arrangiert. Auch an den Anblick der Gegenburg trotz Eltz scheinen sich die Burgbewohner gewöhnt zu haben. Und so fahren die Belagerer schwereres Geschütz auf. Mit einem riesigen Katapult wird Burg Eltz von der Gegenburg aus angegriffen. Vorsicht! Ihr Ziel ist es nicht etwa, die Burg zu zerstören. Es geht darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Botschaft an die Elzer? Wir können euch überall und jederzeit treffen. Die Zeitgenossen nennen die Wurfmaschinen Bliede, Tribock oder einfach Teufelsgerät. Im oberfränkischen Wunsiedel steht der Nachbau eines mittelalterlichen Katapults, wie es gegen Burg Eltz im Jahr 1333 verwendet wurde. Auf einer Versuchsdistanz von 130 Metern gilt es, die Effektivität des Kriegsgeräts zu testen. Michael Fuchs und die Mitglieder des Vereins Collis Klamath betreiben die 16 Meter hohe Bliede. Sie wurde auf Grundlage mittelalterlicher Darstellungen rekonstruiert und ist nur in puncto Sicherheit angepasst. Forscher überprüfen mit solchen Experimenten die Glaubwürdigkeit schriftlicher Überlieferungen. Doch Schriftstücke allein helfen nicht überall weiter. Viele praktische Details ergeben sich erst in der Praxis. Learning by doing. Irgendwie muss einer da rauf, aber keiner hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, wie kommt der da rauf. Weil es gibt auf diesen ganzen Holzstichen und Holzschnitten, was es da so gibt, gibt es keine Stufen. Also die haben wir erst da ran montiert, weil wir mussten ja irgendwie da rauf. Solche Geschichten, also das kommt dann beim Machen oder beim Ausprobieren. Mittelalterlichen Quellen zufolge können Bliden Ziele in 300 bis 500 Meter Entfernung treffen. Bei voller Auslastung ist diese Bliede sogar in der Lage, 75 Kilogramm schwere Steine über einen Kilometer in ein Zielfeld von wenigen Quadratmetern zu schleudern. Drei, zwei, eins, Feuer!
Wir sind jetzt so ungefähr immer so auf ja, plus minus 5 Meter. Von der Weite und auch von der seitlichen Abweichung her. Kommt natürlich immer darauf an. Also ich weiß, was wir in die Kiste getan haben als Gegengewicht. Aber was es da reingeregnet hat, was da sonst irgendwie durch Luftfeuchtigkeit der Sand, unser Gegengewicht besteht ja aus Sandsäcken, was der Sand gespeichert hat, das weiß ich alles nicht. Das heißt, ich muss es eigentlich bei einem Schuss testen und dann sozusagen nachlegen oder rauslegen. Acht. Im Mittelalter werden nicht nur einfache Steine geschleudert, um Mauern zu beschädigen. Der Zweck heiligt die Mittel. Regeln gibt es keine. Ja, das kann auch sehr unappetitlich sein. Natürlich Kadaver, um Seuchen in Plätzen zu verbreiten. Man hat Hunde, Menschen und auch lebendige Personen tatsächlich reingeworfen, um den Gegner einfach zu schockieren oder zu entmutigen. Man hat Fäkalienfässer mitunter in Plätze reingeschleudert. Alles, was nur irgendwie Schaden anrichten konnte, aber auch wirklich in hygienischer Art. Einer, der über die Verwendung verschiedener Geschossarten berichtet, ist der italienische Ingenieur Takula aus Siena. Von ihm sind zahlreiche technische Zeichnungen realer und erfundener Kriegsmaschinen erhalten geblieben. Takula empfiehlt, Brandbomben oder auch brennende Tiere zu schleudern, die dann in der Burg umherlaufen und sie in Brand setzen. Eine Brandbombe wollen wir auch mit unserem Katapultnachbau verschießen. Ein Stein wird mit Decken und Textilien umwickelt, als brennbares Material. Feuer hat in belagerten Burgen besonders verheerende Wirkung. Keine Fluchtmöglichkeit. Die Gebäude eng aneinander, kaum Wasser zum Löschen. Schnell steht eine ganze Burg in Flammen. Doch auch die Angreifer müssen vorsichtig sein, nicht ihr eigenes Lager in Brand zu setzen. Belagerten bleibt oft nur die Hoffnung auf göttlichen Beistand. Nur ein Bruchteil der Burgen hat Fluchttunnel. So ein weiterer Topos ist ja, dass wir in Fluchtgängen, dass dann manchmal kilometerweit Gänge geführt hätten von einer Burg zur anderen oder stellenweise sogar unter Flüssen hindurch. Und dabei wird natürlich nicht berücksichtigt, dass das eine unglaublich komplizierte und komplexe Arbeit ist, einen Tunnel anzulegen. Das muss man eigentlich schon fast bergbaumäßig machen. Das, was dem am nächsten kommt, sind diese Erdställe, die wir vor allen Dingen in Bayern haben. Also diese Gangsysteme, die unterirdischen, die oft aus dem Mittelalter stammen und oft wirklich Schutzräume waren. Aber Fluchttunnel kennen wir nur ganz wenig. Fluchttunnel werden auch deshalb kaum angelegt, weil sie eine Burg in Gefahr bringen können. Wenn man unterirdisch aus der Burg hinaus gelangt, dann können Angreifer auf dem gleichen Weg auch in die Burg hineingelangen. Die Besitzer von Burg Eltz müssen sich ihrem Schicksal ergeben. Nach langem Katapultbeschuss geben sie 1333 auf. 4 Jahre später wird ein Friedensvertrag geschlossen.
Die Elzer müssen den Trierer Bischof Balduin als Lehnsherrn anerkennen. Der lässt ihnen zwar ihre Burg, gibt ihnen aber die Gegenburg trotz Elz als Lehen, die sie auf eigene Kosten instand halten müssen. 150 Jahre später bricht ein neues Zeitalter an. Im Spätmittelalter kommen neue Waffen auf. Kanonenverkäufer ziehen von Stadt zu Stadt, von Burg zu Burg. Sie bringen neue, tödliche Technik mit, die auch für die Burgen fatale Folgen haben wird. Ich hoffe, ihr kommt nicht schon wieder, um meine Zeit zu verschwenden. Aber nein, keineswegs, mein Herr. Ich bin mir sicher, dass ihr begeistert sein werdet. Ich bin lange für euch unterwegs gewesen. Ja, schon gut. Ich... Was habt ihr dabei? Kanonen, mein Herr. Das hier sind doch keine Kanonen. Ja, mein Herr, das hier sind allerdings nur die Modelle. Aber die echten, die werden eure mächtige, sichere Burg noch viel... Die sind aber doch unbezahlbar. Na gut. Eure Nachbarn denken da anders. Was? Ihr wart beim Heinrich? Ja. Und er will sie wohl nicht nur zur Verteidigung seiner Burg einsetzen. Soll er nur kommen. Allein hätte er wohl keine Chance. Jedoch... Ihr habt ihm doch nicht so eine verkauft. Zwei, mein Herr. Zwei. Was sagt ihr? Zwei solcher Teile? Ich dachte, er sei pleite. Er hat aber auch nur die kleinen Kanonen bestellen können, mein Herr. Ihr habt größere? Oh ja. Was kosten die? 916 Gulden das Stück. Aber dafür erhaltet ihr natürlich auch richtige Wertarbeit. Und was können die? Ich zeig's euch. Waffenhändler haben leichtes Spiel in dieser Zeit. Treten Sie zurück, mein Herr. Treten Sie zurück. Wer kauft, investiert in die Zukunft und erhält das Modell zum Original noch hinzu. Also, wann könnt ihr liefern? Tja. Einige dieser Kanonenmodelle befinden sich heute noch auf Burg Elz. Die Burgherren sammeln solche Miniaturmodelle, die sich eher nicht als Kinderspielzeug eignen. So eine Kugel, wir haben es ausprobiert, geht durch 15 cm Eichenholz und etwa berechnet durch drei Köpfe. Also deswegen war darauf zu achten, dass da keine allzu unvorsichtigen Kinder damit herumgespielt haben. Bis Geschütze am Ende des Mittelalters solche Durchschlagskraft erlangen, ist es ein langer Weg. Die ersten Kanonen beeindrucken eher durch lauten Knall als durch ihre Treffsicherheit. Kaiser Maximilian I. fördert Ende des 15. Jahrhunderts die Produktion von Kanonen und lässt sie perfektionieren. In des Kaisers Zeugbuch finden sich Abbildungen zahlreicher Geschütze. Vom kleinen Feldgeschütz bis zur schweren Bombarde zum Knacken einer Burg. Maximilian geht nicht nur als letzter Ritter, sondern auch als erster Kanonier des Reiches in die Geschichtsbücher ein. Kanonen haben viel mehr Durchschlagskraft als die alten Steinkatapulte. Als Folge müssen sich auch die Burgen verändern. Ein neuer Rüstungswettlauf beginnt.